Hallo, ahoi und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Flavo und wir haben gute Neuigkeiten, nämlich wir schalten soeben live nach Inkopolis und werden dort ein paar sehr interessante Dinge erfahren. Inkopolis, die Hauptstadt der Inklinge und Oktolinge und alles, was sonst noch gerne Tinte verspritzt. Ja? So. Bis die Verbindung steht, vielleicht noch ein kleiner Nachrichtenüberblick. Das Wetter ist sehr schön draußen und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Aber nach Sonne kommt auch Regen und Regen bringt Segen und sich Regen bringt Segen und ich babble und babble. Ich sehe, ah, die Verbindung steht und wir schalten jetzt live zu den Nachrichten in Inkopolis. Viel Spaß! Ja, wir haben richtig gehört. Es gibt wieder ein neues Splatfest bei Splatoon und es stehen zur Auswahl Team Mayo und Team Ketchup. Ja, wir haben richtig gehört, es gibt wieder ein neues Splatfest. Und was heißt ein neues Splatfest? Es waren ja gar keine mehr geplant. Es war ja abgeschlossen, weil Splatoon 2 offiziell nicht mehr weiterentwickelt wird. Aber die Zeiten ändern sich. Wer weiß warum? Vielleicht, weil es keine Olympischen Spiele dieses Jahr gibt und auch viele andere Dinge ausfallen. Aber bei Splatoon das Ereignis schlechthin, das Splatoon-Ereignis schlechthin, das Splatfest, das übrigens international stattfindet, also auf der ganzen Welt, kann stattfinden, weil es virtuell ist. Man muss sich nicht persönlich begegnen. Und man kann sich jetzt gegenseitig mit Mayo und mit Ketchup zukleistern. Für welches Team sich Kip entscheiden wird, das wird sich zeigen. Das wird jetzt ein bisschen spannend bleiben, bis es soweit ist, bis die Entscheidung gefallen ist, schalten wir jetzt rein in das aktuelle Spiel und wir wünschen viel Spaß dran. Ja, man sieht gerade, Kip freut sich sehr darüber und ja, wir werden sehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem nun folgenden Battle. Kip muss dafür ganz schön trainieren und ich werde ja, mir eine Portion Pommes kaufen und dann gucken, ob ich die mit Ketchup oder mit Mayo essen werden. Weil ich werde, solange wie das Splatfest ist, genau die Soße nehmen, die auch für die sich Kip entschieden hat. Bin ich mal gespannt. Ihr auch? Schreibt es in die Kommentare, für welches Team ihr seid und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.